Herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe der Schlagzeilenrevue. Martin, was haben wir die Woche? Female Trump Use. Okay. Mustafa und Ali. Na. Und Kult. Das wird was. Schwarz-Blau, was war los die Woche? Naja, ich weiß nicht, hast du dir heute Artikel gelesen? Krampus und eine Hexe kommen ins Parlament? Was ist da jetzt so ungewöhnlich dran? Ich habe mich bis zum Schluss gefragt, wo jetzt die News ist. Eben. Ja. Übrigens, News. Ja? Die Notstandshilfe wollen sie kürzen dramatisch. Okay. Über 100.000 Leute sollen die verlieren. Jetzt wird es aber langsam eng für die FPÖ. Wieso? Naja, da können sie den Leuten jetzt nicht mehr einreden. Das machen sie wegen die bösen Ausländer, die müssen, was weiß ich, vielleicht mit einem rassistischen Video ablenken. Also, Mustafa, das werden sie sicher nicht machen. Glaube ich auch nicht. Aber wegen Video, ja? Du hast das eh gesehen, gell? Na sicher. Obwohl, der Strache hat ja gesagt, das ist ein Qualitätsproblem und es wird ja vielleicht deswegen in Zukunft weniger Videos von den Freiheitlichen geben. Wie sollen sie dann die Wählerschaft informieren, wo die Hälfte nicht Deutsch lesen kann? Was hat es in dieser Woche bezüglich dem Trump gegeben? So, diese Woche hat sich die Heute-Redaktion wirklich kreativ gezeigt. Sie haben gemeint, machen wir mal ein bisschen was anderes. Und was haben sie gemacht? Sie haben Frauen-News rund um Trump gebracht, ohne diesen grausig ekeligen Beigeschmack, wie sie sonst haben. Und zwar zum ersten wäre da ne, die Flitzerin in Frankreich. Und zwar zum Weltkriegsgedenken hat eine Frau sich oben ohne mit Spruch auf der Brust vor das Biest geschmissen beim Trump sein Limousine, aber du um zu demonstrieren. Aber du weißt nicht, dass das nicht funktioniert. Wieso? Solche Bilder kommen sicher nicht auf Facebook. Du meinst, dass die Russen löschen? Wirklich? Gut, die andere Frau die Woche war Hillary Clinton. Sie hat angekündigt, 2020 probiere es wieder. Ich muss sagen, finde ich nicht gut. Warum? Es ist gut, dass eine Frau Präsidentin wird, es ist gut, dass irgendwie anderer als der Trump Präsident wird, aber was ist das wirklich ein gutes Bild, wenn die erste Frau Präsidentin, die erste weibliche Präsidentin in ihrer Präsidentschaft vielleicht stirbt? Weil immerhin, sie ist 73, 2020. Ich schon. Aber es gibt ja auch Jüngere. Zum Beispiel? Ja, die Obama. Stimmt. Die hat zwar jetzt gerade ihre Memoiren ausgebracht, ich glaube nicht, dass sie politisch noch was machen will, aber man weiß es nicht. Fakt ist aber, die Memoiren von den Obamas sind 65 Millionen Dollar wert. Wow. Für 8 Jahre. Guter Verdienst, muss man sagen. Was glaubst du, was in Trump seine wert werden? Oder wie werden Trump seine ausschauen? Ja, das ist ganz einfach. Wie? Das ist der Twitter-Feed. Das kommt sogar richtig im amüsant werden zu lesen. Und die vierte und letzte Dame diese Woche ist die First Lady herself, Melania Trump. Sie hat sie angelegt und zwar mit der stellvertretenden nationalen Sicherheitsberaterin hat sie sich im Flugzeug um einen Sitzplatz gestritten. Und hat dann gemeint, du Trump-Schatzi, haus raus. Und? Er hat es nicht gemacht. Okay. Ja. Da hat er aber schon leicht viel weniger ausgekaut. Warum lesen wir die heute? Damit wir was lernen. Und was haben wir gelernt die Woche? Dass die Schlagzeilenrevue Kult ist. Tschüss. Tschüss. Und ja, super. Das sagen nicht wir, sondern die heute Redaktion. In ihrem Artikel in der Zeitung über uns. Am Mittwoch. Genau. Wir feiern nämlich gerade unsere 50. Episode. Und die heute hat geschrieben, die Schlagzeilenrevue ist im Web und Montag 20 Uhr auf Okto. Längst Kult. Danke dafür. Vielen, vielen herzlichen Dank. Vor allem ein dickes Dankeschön an den Chefredakteur Christian Nusser für den schönen Tweet.
die Geschichte überhaupt in der Zeitung. Schöner kann man so ein Jubiläum nicht begeben, oder? Schon, ja. Aber wir haben ja auch sonst einige Glückwünsche gekriegt, also eigentlich viele. Genau, sehr viele. Wir die besten davon lesen wir jetzt aber vor, oder? Genau, richtig, richtig. Zum Beispiel auf Facebook die Christine Nussgruber. Herzlichen Glückwunsch zu eurer 50. Sendung. Ihr haltet uns immer am Laufenden mit euren amüsanten Berichten. Vielen Dank. Die Berichte kommen von heute. Ist amüsant, nehmen wir gerne an. Ja, schon, ja. Was haben wir noch gehabt? Na, der Daniel Landau. Daniel, danke, lieber Daniel. Und was hat er geschrieben? Er hat geschrieben, Congratulations zum Jubiläum und diesem tollen Format. Vielen, vielen Dank. Dann haben wir noch gehabt, Abi Yavi. Mhm. Ich hoffe, es ist die Yavi. Mhm. Sie hat geschrieben, alles Gute für die 50. Folge vom Schlagzeilenrevue. Ich wünsche euch, dass ihr weiter so humorvoll uns auf dem Laufenden haltet. Mhm. Ich glaube, wir geben unser Bestes, oder? Schon, ja. Genau. Und ich glaube, wir haben noch eins von unserem Nummer 1 Fan. Ja. Von der Helly. Servus Helly, hallo. Danke. Und sie hat geschrieben, immer wieder gut und lustig, obwohl sehr ernst. Alles Gute und noch weitere zigmal. Danke. Das werden wir machen, oder? Na klar, machen wir. Also jetzt wird es Zeit, dass wir nochmal anstoßen. Auf unsere Fans auch. Auf unsere Fans, weil ohne die waren wir nichts. Gar nichts. Auf euch, ihr Lieben. Und wir müssen nur kurz auf Oktober anstoßen. Unbedingt, bei mir wird es aber jetzt schon eng. Gut, dass wir nur einen 2 Liter Sektor haben. Tschüss, auf Oktober. Vielen Dank, dass wir bei euch sein dürfen. Und damit verabschieden wir uns. Und keine Sorge, liebe Okto-Zuschauer, auch wir werden nochmal die 50. feiern auf Okto. Bis dahin freuen wir uns, wenn ihr uns trotzdem mit treu haltet und heute mit uns feiert. Genau. Danke, wir sehen uns am Montag. Montag, 20 Uhr. Genau. Bis dahin. Ja. Ciao. Und von euch Internetmenschen, danke, dass ihr uns schon 50 Mal die Treue haltet. So brav kommentiert habt und ja, wir freuen uns auf die nächsten 50. Ciao. Ciao.